Bei unseren Hafenbesuchen auf Vancouver Island waren Fischerboote überall an den Stegen festgebunden. Sie haben von der Regierung keine Erlaubnis bekommen, auszulaufen. Denn sogenannte Openings werden nur sehr selektiv verteilt. Die zum Teil drakonischen Massnahmen langen aber offensichtlich nicht, um die Fischerei und insbesondere auch die Lachsfischerei aus der Krise zu führen. Schon seit Jahrzehnten nehmen die Fänge ab. Das ist einerseits auf menschliche Einflüsse, aber wahrscheinlich auch auf den Klimawandel zurückzuführen. Die kanadische Regierung hat reagiert. Neben der Verschärfung der Reglementierung hat man die Lachsbrutanstalten ausgebaut und die Fangflotte um etwa die Hälfte reduziert. Heute wäre die Lage der Lachsfischerei aus ökonomischer Sicht völlig hoffnungslos, wenn nicht in den 80er Jahren Lachsfarmen entstanden wären. Aber gerade die sind nach wie vor umstritten. Die fünf einheimischen pazifischen Lachsarten spielen nicht nur in der Fischindustrie, sondern auch im Tourismus eine wichtige Rolle. Tausende von Sportfischern von überall auf der Welt reisen jedes Jahr während der Lachswanderung nach Kanada. Auch die Sportfischerei ist streng reglementiert. Gäste, die mit ihren gemieteten Wohnmobil bis zu den Angelplätzen fahren, tun gut daran, die Anleitungen der kanadischen Regierung genau zu studieren, damit es keinen Ärger gibt. Heute ist die Hauptaufgabe von diesen etwa 200 Lachsbrutanstalten in British Columbia die Arterhaltung. Das allgemeine Prinzip von diesen Einrichtungen ist überall gleich. Die sind in unmittelbarer Nähe von einem Fluss gebaut, der mit einem Gitter abgesperrt ist. Die Lachs werden via Fischtreppen in die Brutanlage gelenkt. Zur Wanderzeit ist da einiges los. Durch die Scheiben kann man den Aufstieg der Lachs beobachten. Über die letzte Stufe der Fischtreppe schaffen es hier Koholachs ins Sammelbecken. In der Queensland River Brutstation kann die grösste Lachsart, Chinook-Lachs, die Fischtreppe nicht aufsteigen. Darum werden die gut 1 Meter langen und über 10 Kilo schweren Fische mittels Netz eingefangen. Die Fische werden dann mit einem Auto in die Brutstation transportiert und dort ebenfalls ins Sammelbecken gebracht. Vom Sammelbecken gelangen die Lachs in die Verteilstation, wo sie gezählt werden. Die leicht narkotisierten Tiere werden nach markierten und unmarkierten Individuen ausgeschieden. Die mit einer Drahtmarkierung werden von einem Detektor akustisch angezeigt. Die Markierung besteht aus einem Drahtstück von etwa 1,5 mm Länge. Auf der Oberfläche hat es einen dezimalen Code, der unter einem Binokular gelesen werden kann. Das Drahtstück wird der Junglachs mit einer speziellen Apparatur in der Nasengegend initiiert. Damit die kleine Drahtmarke in einem ausgewachsenen Lachs wieder gefunden werden kann, muss der Kopf vom getöteten Tier in ein Labor eingeschickt werden. Mit diesen Marken können wichtige Fragen wie zum Beispiel Überleben im Meer und Wanderwege der verschiedenen Lachsarten geklärt werden. Neben der Drahtmarkierung gibt es noch weitere Methoden, wo die Lachs nicht getötet werden müssen. Die sind aber für den allgemeinen Einsatz zu aufwendig. Die unmarkierten Tiere werden ins Oberwasser zurückgeleitet oder wenn sie für Tei- oder Spermienentnahme gebraucht werden, tut man sie zurückhalten. Die Entnahme von Eier und Spermien erfolgt ebenfalls an toten Tieren. Übrigens, die Leute, die man hier sieht, sind die meisten Freiwillige aus der Bevölkerung, die Gratis-Einsätze in Brutanlagen leisten. Von denen gibt es in British Columbia etwa 10'000. Die Eier und Spermien werden hier zusammengebracht. Die Eier werden dann gewaschen und in durchströmte Brutbehälter gebracht. Je nach Lachsart bleiben die geschlüpften Lachs bis zu 1,5 Jahren in den Aufzugsbecken im Freien. Dann werden sie markiert und in der Nähe der Brutanstalt in den Fluss gebracht, wo sie ins Meer schwimmen können. Nach den Brutanstalten wenden wir uns an einer weiteren künstlichen Aufzuchtsmethode zu, den Lachsfarmen.
Bei den Lachsfarmen geht es darum, Junglachs innerhalb von 16 bis 24 Monaten im Meer zu einer Grösse aufzuziehen, die für die Nahrungsmittelindustrie interessant ist. Hinter Norwegen, Chile und Großbritannien ist heute British Columbia der viertgrösste Lachsproduzent. Die Lachsfarmen werden von Umweltorganisationen aus ökologischer Sicht hart bekämpft, mit einem gewissen Erfolg. Die Regierung hat bei allen interessierten Stellen eine öffentliche Befragung durchgeführt und ein Moratorium für den Bau von neuen Lachsfarmen verhängt. Nach dieser Befragung ist die Regierung zum Schluss gekommen, dass Farmen nur ein geringes Umweltrisiko aufweisen und 2002 hat sie das Moratorium aufgehoben. Im Moment steigt die jährliche Lachsfarmproduktion im zweistelligen Prozentbereich und wird bald einmal für British Columbia ein Milliardengeschäft werden. Wir wollen den Bericht nicht schliessen, ohne die Hauptdarsteller noch mal kurz vorzustellen. Das ist der atlantische Lachs. Er ist wie die ersten weissen Siedler ein europäischer Eindringling. Wegen seiner Robustheit und Anpassungsfähigkeit wird er in den Farmen anstelle vom einheimischen Lachs eingesetzt. Ironischerweise ist das der gleiche Lachs, der in den 50er Jahren vom letzten Jahrhundert in der Schweiz ausgerottet worden ist. Viel hat das nicht gebracht. Heute versucht man den Lachs bei uns mit viel Aufwand wieder einzuführen. In Kanada sind Meinungen geteilt, ob es sich beim atlantischen Lachs um einen gefährlichen Fremdling oder um einen kommerziellen Wohltäter handelt. Die 5 pazifischen Lachsarten sind in Kanada gefährdet. Solange die Bevölkerung weiter wächst und die Begehrlichkeiten von der menschlichen Gesellschaft zunehmen, wird der Lebensraum für die Lachs immer knapper. Wahrscheinlich nicht zuletzt wegen dem Tourismus wird man versuchen, die einheimischen Lachs zu retten, indem man ihnen spezielle Lachs-Naturschutzparks zur Verfügung stellt. Diese Parks gibt es zum Teil heute schon, zum Beispiel der Goldstream Park nördlich von Victoria. Vielleicht braucht es aber gar keine Menschen, um die Lachs zu retten. Seit einigen Jahren werden kleine Trupps von pazifischen Lachs in der Arktis an der Nordküste von Alaska und Kanada beobachtet. Heute bei der Klimaerwärmung versuchen sie offenbar, in Norden vorzustossen und dort neue Lebensräume zu schliessen. Bei diesem Vorhaben sind die Lachs möglicherweise nicht ganz allein. Es wird spannend sein, zu verfolgen, wer sich in der Arktis schneller etablieren wird. Die Lachs oder die Lachsfarmen.